Hier sind meine Medaillen. Ich habe viele. Die hier ist die wichtigste, mit Abstand. Auf die bin ich besonders stolz. Das ist eine Goldmedaille, die ich in Huaral gewonnen habe. Und hier lebt er, der junge Taekwondo-Kämpfer, in Sarate, einem der ärmsten Stadtviertel der peruanischen Hauptstadt Lima. Ein Lichtblick ist das SOS-Kinderdorf mittendrin. Hier wohnt Sebastian. Er sitzt über den Hausaufgaben und ist gerade das einzige Kind zu Hause. Zwei Ältere sind erst in den letzten Wochen ausgezogen in die Jugendzentren. Und der Rest ist beim Sport oder noch in der Schule. Mutter Olga hat jetzt nur Zeit für ihn. Und das braucht er auch. Sebastian ist Waisenkind. Seine SOS-Mutter ist auch seine einzige Mutter. Aber die muss er teilen. Mit vielen anderen Kindern, die noch nicht einmal seine leiblichen Geschwister sind. Aber letztlich war es ein großes Glück, dass er ins Kinderdorf gekommen ist. Und da tut es extrem gut, wenn er die Mutter einmal ganz für sich hat. Eine Frage konnte ich nicht beantworten. Ja. Das war ein Teil der Hausaufgabe. Es war auf Englisch. Und ich habe das mit dem What und Where nicht richtig verstanden. Ich habe jetzt die Aufgaben zu Ende gemacht, auch wenn es schwierig war. Ist jetzt alles fertig? Ja. Sehr gut. Das wollte ich nur sagen. Bekomme ich jetzt eine Umarmung? Ach, mein Sohn. Sehr gut. Gut gemacht. Ich werde noch mal drüber schauen, okay? Sebastian weiß, dass die Schule wichtig ist. Aber seine Leidenschaft ist eine andere. Das sind meine Taekwondo-Sachen. Der Schutz und der Helm, die ich fürs Training benutze. Diese Sachen benutze ich. Meine älteren Brüder machten Judo. Meine Mutter hat mir von ihnen erzählt. Sie waren im peruanischen Nationalteam und reisten nach Panama und Costa Rica. Die ganze Zeit reisten sie. Ich wollte das Gleiche machen, aber mit einer anderen Kampfsportart. Nach der Schule und den Hausaufgaben ist jetzt Zeit fürs Training. Es wird früh dunkel um diese Jahreszeit. Sebastian fährt mit dem öffentlichen Bus. Wohl ist Mutter Olga dabei nicht, aber der Junge will unbedingt. Zwei- bis dreimal die Woche hat er anderthalb Stunden Unterricht in einer kleinen Truppe mit einem jungen Trainer aus der peruanischen Nationalmannschaft. Sebastian ist extrem fokussiert. Er will auch in die Nationalmannschaft und er will reisen. Zu internationalen Turnieren. Sebastian ist ein großes Talent. Ich habe ihm immer gesagt, und das ist auch meine Absicht, dass er es ins Nationalteam schafft, so wie ich. Ich versuche immer, ihn in diese Richtung zu bewegen. Ich möchte, dass er in diesem Sport heraussticht. Er ist jetzt bei den Fortgeschrittenen und ist da schon einer der Besten. Sebastian hat Talent. Das sieht man auch als Laie. Und er macht etwas daraus.